Ich stelle euch heute vier gruselige Rituale vor, die ihr niemals machen solltet, da sie sehr gefährlich sind. Weder ich noch YouTube stehen für irgendwelche Schäden. Und nun viel Spaß mit dem Video. Nummer 1. Das Schrankspiel. Angst vor der Dimension. Wer kennt das Gefühl? Man liegt im Bett und beobachtet seinen Schrank. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sich darin etwas bewegt. Falls man dieses Gefühl kennt, könnte das Schrankspiel Abhilfe schaffen. Die Vorbereitung. Dazu benötigt man ein Zimmer, das man verdunkeln kann, Rohläden oder dichte Vorhänge. Einen großen Schrank, in dem man reingehen kann. Ein Streichholz. Das Ritual. Um dieses Ritual durchzuführen, musst du dein Zimmer komplett verdunkeln. Am besten ist es, wenn du nichts mehr siehst. Auch wenn du Schranklichter in deinem Schrank eingebaut hast, schalte dieses aus. Dieses Ritual wird weder bei Tageslicht noch bei angeschaltetem Licht klappen. Wenn du alles beachtet hast, gehe mit dem Streichholz in den Schrank und schließe die Tür hinter dir. Bleibe 2 Minuten in der Dunkelheit, nehme nun dein Streichholz und sage: Zeigt mir das Licht oder lasst mich in der Dunkelheit. Sobald du ein Flüstern wahrnimmst, zünde dein Streichholz sofort an. Wenn du nichts hörst und das Streichholz sich nicht entzündet, drehe dich nicht um. Aber wenn du das Streichholz zu spät oder nicht nach Hören des Geflüsters anzündest, wird dich etwas von hinten ergreifen und dich in die ewige Dunkelheit ziehen. Wenn du es jedoch schaffst, das Streichholz rechtzeitig anzuzünden und nichts weiteres passiert, öffne langsam die Schranktür und komme heraus. Schließe die Tür, aber schaue nicht hinein. Von nun an darfst du niemals mehr innerhalb des Schrankes ohne Licht sehen, denn wenn das passiert, wirst du die Augen des Dämons, die wie das Glühen eines Streichholz aussehen, sehen, der dich beobachtet. Die Regeln. Erstens, du darfst auf keinen Fall einschlafen. Zweitens, es ist wichtig, dass du aufmerksam bist, du musst schnell reagieren. Drittens, drehe dich nicht um. Viertens, du musst das Ritual bei Nacht und ausgeschaltetem Licht durchführen. Fünftens, du darfst nach Vollendung des Rituals niemals mehr in den Schrank mit ausgeschaltetem Licht sehen. Sechstens, das Schrankspiel kann nur einmal bei jedem Schrank durchgeführt werden. Nummer 2. Das Sarah-Sarita-Ritual, das gefährlichste Ritual. Bei dem Sarah-Sarita-Ritual geht es darum, den Geist von 2 ermordeten Mädchen zu beschwören. Dieses Ritual, welches sehr gerne von Teenagern aus Mexiko durchgeführt wird, hat Ähnlichkeiten mit dem Ritual Charlie Charlie. Es ist sehr stark abzuraten, dieses Ritual durchzuführen. Es ist wichtig, dieses Spiel richtig zu beenden, sonst passieren wirklich schreckliche Dinge. Einige Leute sagen, dass Sarah und Sarita die Geister von 2 ermordeten Mädchen sind. Andere sagen, sie sind böse Geister oder Dämonen, die aus der Hölle kommunizieren. Die Vorbereitung. Dazu benötigt man einen weiteren Teilnehmer, 2 identische Münzen. Das Ritual. Sucht euch zuerst einen sicheren Ort aus, in dem die Münzen nicht leicht zu verlieren sind. Diese Münzen sind das einzige Mittel, um das Ritual beenden zu können. Und es würde katastrophal enden, sie zu verlieren. Erstens, setzt euch gegenüber auf den Fußboden und haltet jeweils eine Münze in der Hand. Zweitens, sprecht nun beide gleichzeitig folgende Worte aus. Sarah, Sarita, darf ich eurem Spiel beitreten? Drittens, nun müsst ihr die Münzen so über euren Kopf werfen, dass sie auf dem Boden hinter euch landen. Wenn beide Münzen Kopf zeigen, heißt dies Ja. Das Ritual kann fortgesetzt werden. Wenn beide Zahl Kopf zeigen, heißt dies Nein.
Das Ritual sollte nun beendet werden. Wenn eine Münze Kopf zeigt und die andere Zahl, heißt dies vielleicht. Das Ritual kann erst richtig beginnen, wenn ihr beide ein Ja erhalten habt. Sobald dies der Fall ist, dürft ihr Sarah und Sarita nun Fragen stellen. Beachtet dabei immer, Sarah Sarita zuerst zu sagen und dann die Frage zu stellen. Wichtig ist außerdem, dass es nur Ja- oder Nein-Fragen sind. Wenn ihr fertig damit seid, Fragen zu stellen, leitet das Ende des Rituals ein. Das Ende. Um das Ritual zu beenden, müsst ihr die beiden Geister Folgendes fragen. Sarah Sarita, kann ich euer Spiel verlassen? Danach müsst ihr wieder die Münzen über euren Kopf werfen. Ihr müsst diese Frage so oft wiederholen, bis ihr ein eindeutiges Ja erhalten habt und das Ritual beenden könnt. Bewahrt diese Münzen, die ihr für das Ritual benutzt habt, an einem sicheren Platz auf. Es ist nicht zu empfehlen, sie auszugeben. Seid euch beide im Klaren darüber, dass es nicht einfach ist, das Ritual zu beenden und mit Folgen zu rechnen ist. Es kann sein, dass du dich ständig beobachtet fühlst, aus deinen Augenwinkeln etwas wahrnimmst, du Halluzinationen bekommst oder du flüstern hörst, wenn du dich allein im Zimmer befindest und wenn du Sarah Sarita fragst, ob du immer noch in ihrem Spiel bist und du die Münzen wirfst, wird die Antwort Ja lauten. Es gibt Berichte darüber, dass Menschen alles Mögliche versucht haben, um dieses Ritual zu beenden, aber es sich einfach nicht beenden ließ. Die Legende über Sarah Sarita. Der Legende nach gab es vor Jahren zwei Mädchen, die in Mexiko eine Schule besuchten. Die eine hieß Sarah und die andere Sarita. Sie waren Zwillingsschwestern und sie standen sich sehr nahe. Beide trugen eine passende Münze an einer Kette um den Hals. Sie waren wirklich sehr schön. Die Mädchen blieben manchmal am Nachmittag nach der Schule zum Cheerleader-Training zurück. Eines Tages blieben die Mädchen in der Schule. Sie wussten nicht, dass das Training abgesagt worden war. Der Hausmeister, der an der Schule arbeitete, ein ehemaliger Sexualstraftäter, als er sah, wie eines der Mädchen allein ins Badezimmer ging, folgte er ihr. Im Bad griff er sie an und missbrauchte sie schrecklich, bevor er sie zu Tode würgte. Als das andere Mädchen sich Sorgen machte und nachsah, was mit ihrem Zwilling passiert war, fand sie den Hausmeister über dem Körper ihrer ermordeten Schwester stehen. Er griff sie auch an und sie floh. Auf dem Außengelände packte sie eine Schaufel, die dort war, und schlug dem Hausmeister auf den Kopf. Sie schlug ihn immer wieder, bis sie dachte, sie hätte ihn getötet. Als sie sich jedoch umdrehte, um Hilfe zu holen, packte er sie und drückte ihren Kopf in einen Regenwassertank und ertränkte sie. Er band ein Seil um den Hals des anderen Mädchens und hängte sie an die Badezimmertür. Als ihre Leichen gefunden und die Polizei gerufen wurde, dachte man, die Mädchen seien in einen Streit geraten und hätten sich selbst umgebracht. Der Fall wurde abgeschlossen und als Selbstmord abgetan. Damals wurden die zerbrochenen Ketten der Mädchen auf dem Boden gefunden und die beiden Münzen lagen dort. Eine Münze war ein Kopf und die andere eine Zahl. Der Hausmeister wurde nie für sein Verbrechen erwischt und kurz darauf zog er weg und niemand hörte mehr von ihm. Nummer 3. So beschwörst du deine Dämonen, die Mächte des Teufels. Die Vorbereitung. Dazu wird benötigt schwarze Kerzen, schwarzer Spiegel, Weihrauch, Blatt Papier mit dem Siegel des Dämons, ein ruhiger Ort. Kenne den Dämon, den du beschwören willst. Alle poetischen Dämonen sind menschenfreundlich. Wenn wir einen Dämon um Hilfe bitten, ist es nur angemessen, im Gegenzug etwas anzubieten. Sei bereit, im Gegenzug etwas zu geben.
Man sollte sich auf die Gegenleistung einigen. Stimme niemals etwas zu, von dem du weißt, dass du es nicht geben kannst. Kenne die Methode, die du verwenden willst, um mit dem Dämon zu kommunizieren. Denke daran, dass Dämonen Regeln haben. Sie dürfen sich auf der Erde nicht uneingeschränkt frei bewegen. In den meisten Fällen können mächtige Dämonen ohne große Hilfe zwischen den Ebenen wechseln. Dennoch gelten die Regeln immer noch, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, in das Haus von jemandem eingeladen zu werden, ähnlich wie Vampire. Dies gilt zum größten Teil auch für Dämonenbeschwörungszeremonien. Der Zweck der Zeremonie ist es, sowohl mit dem Dämon zu kommunizieren, als auch ihn formell in deine Welt einzuladen. Man kann für seine erste Beschwörung Satan um Hilfe bitten. Er würde eine Art Vermittlerrolle einnehmen. Die Gründe dafür sind ernst. Nicht alle Dämonen sind freundlich zu den Menschen. Auch sind nicht alle Dämonen auch Dämonen des Satans. Satan hat die Autorität über alle poetischen Dämonen. Die meisten Dämonen sind freundlich, wenn sie mit Respekt behandelt werden. Und Beschwörungen führen zu einer positiven Erfahrung. Es gibt verschiedene Ebenen der Erfahrung, wenn man Kontakt mit einem Dämon aufnimmt. Der Dämon spricht zu uns durch unsere Gedanken. Telepathie. In der Telepathie kommen die Worte des Dämons durch unsere Gedanken zu uns. Am Anfang kann es für diejenigen, die nicht so sensibel sind oder über keine psychische Fähigkeiten verfügen, schwierig sein, zwischen der Kommunikation von einem anderen Wesen und ihren eigenen Gedanken zu unterscheiden. Mit Kraftmeditation und Erfahrung wird dies mit der Zeit viel einfacher. Wir sehen und hören den Dämon. Dies gilt für Menschen, die psychischer und offener sind. Du wirst es brauchen. Ein ruhiger Ort, an dem du nicht gestört wirst. Hochwertiger Weihrauch mit einem angenehmen Duft. Ich empfehle dringend, bei der Arbeit mit jedem neuen Weihrauch es auszuprobieren, bevor das eigentliche Ritual oder die Beschwörung stattfindet, da billiger stinkender Weihrauch die Geister und Dämonen beleidigt. Eine oder mehrere schwarze oder blaue Kerzen. Schwarz ist die erste Wahl, aber blau ist für einen Ersatz in Ordnung, falls du keine schwarzen Kerzen erhalten hast. Dein Papier mit dem Siegel des Dämons. Bereite dein Umfeld vor. Deine erste Beschwörungsritual sollten nachts durchgeführt werden. Die Gründe dafür sind, dass die Energien nachts anders sind als tagsüber und es ist einfacher, allein und frei von Ablenkungen zu sein. Wenn man Beziehungen zu bestimmten Dämonen aufgebaut hat, ist es nicht mehr notwendig, ein formales Beschwörungsritual durchzuführen. Der Dämon kann uns tags und nachts erscheinen und alles, was wir tun müssen, ist uns zu konzentrieren, um sie durch Telepathie zu kontaktieren. Kopiere, drucke oder zeichne das Siegel des Dämons, den du beschwören möchtest, auf sauberes Papier. Es ist wichtig, dass du während des Rituals in Ruhe gelassen wirst und in keiner Weise gestört. Schließe deine Augen und visualisiere das Siegel in deinem Kopf, so gut du kannst. Es ist in Ordnung, sie zu öffnen und das Siegel noch einmal zu betrachten, so oft wie nötig, um ein klares Bild zu erhalten. Während du den Namen des Dämons visualisierst, wiederholst du ihn entweder in deinem Kopf oder laut. Option: Sprich das folgende Gebet. Satan, durch deine Gnade gewähre mir, ich bitte dich um die Kraft in meinem Geist zu empfangen und das auszuführen, was ich tun möchte. Das Ende, das ich durch deine Hilfe erreichen möchte. O mächtiger Satan, der eine wahre Gott, der lebt und regiert für immer und ewig, ich bitte dich, den Namen des Dämons zu inspirieren, vor mir zu offenbaren, damit er sie mir eine wahre und treue Antwort geben kann, damit ich mein gewünschtes Ziel erreichen kann, vorausgesetzt, es entspricht seinem ihrem Amt.
Dies bitte ich respektvoll und demütig in deinem Namen. Herr Satan, möge du mich für würdig halten, Vater. Wenn du mit deinem Siegel fertig bist, finde einen sicheren Aufbewahrungsort, vorzugsweise in einem schwarzen Buch oder Tagebuch. Behandle dieses Papier immer mit äußerster Achtung und verbrenne es niemals. Das Siegel kann wiederverwendet werden. Ein 9-Fuß-Kreis ist nicht erforderlich. Dämonen hassen Kreise und es besteht keine Notwendigkeit für eine Erlaubnis zur Abreise. Versuche niemals, einen Dämon mit einem Kreis an einem Ort festzuhalten. Behandle die Dämonen mit Respekt und du wirst denselben erhalten. Nach der Bitte an Satan solltest du seine positive Energie spüren. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn der Dämon aus irgendeinem Grund nicht antwortet, versuche es ein anderes Mal. Oftmals erscheint der Dämon, aber diejenigen, die neu zum Beschwören sind, sind nicht psychisch offen genug oder erfahren genug, um ihn zu spüren. Der Dämon kann sich auf verschiedene Weise manifestieren. Durch einen Spiegel. Du wirst den Dämon im Spiegel sehen. Durch den Rauch des Weihrauchs. Der Dämon erscheint direkt, wenn man sensibel genug ist und sich in einem tiefen meditativen Zustand befindet. Die meisten Menschen mussten das Beschwörungsritual mehr als einmal durchführen, damit sich der Dämon manifestieren konnte. Oft antwortet der Dämon, aber viele sind sich dessen nicht bewusst. Achte auf Zufälle und Dinge, die ungewöhnlich sind. Das Bewusstsein, hier ist alles. Biete ihm immer ein Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit als Gegenleistung für seine Dienste an. Das Ende. Wenn du die Einladung formell beenden möchtest, denke daran, höflich die Gäste zu bitten, zu gehen, nachdem eine Party zu lange gedauert hat. Irgendwann muss die Party enden und manchmal scheinen deine Freunde den Hinweis nicht zu verstehen. Also musst du sie höflich rauswerfen und genau wie du es mit deinen Freunden machen würdest, tue das bitte höflich. Schließlich hast du den Dämon eingeladen, wirf ihn nicht raus, nachdem du ihn eingeladen hast. Das ist einfach unhöflich. Wenn du deine Freunde im Normalfall einfach rauswirfst, vergiss das Beispiel mit den Freunden. Bitte einen Dämon höflich zu gehen, manchmal auch mehrmals. Nummer 4. Das Blue Baby Blue Ritual. Das Schicksal des Kindes. Wir haben alle von Bloody Mary gehört, aber kennst du auch die ähnliche, aber nicht weniger verstörende Legende von Baby Blue? Das arme Baby Blue hatte nie eine Chance. Von einer psychotischen Mutter auf die Welt gebracht, war er dazu bestimmt, ein Kind der Legende zu werden. Niemand kennt seinen richtigen Namen und dass seine Mutter ihn mit einem Stück zerbrochenen Spiegels getötet hat. Das Ritual von Baby Blue, das dem von Bloody Mary nicht unähnlich ist, spielt sich in der Enge eines Badezimmers ab. Und du brauchst einen Spiegel, um es auszuprobieren, wenn du dich traust. Ich schlage vor, dass du einen Freund mitnimmst, wenn du es unbedingt ausprobieren willst, aber stelle sicher, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Betrete das Badezimmer und beschlage den Spiegel, hauche ihn an, drehe das heiße Wasser auf, wie du möchtest. Sobald dies erledigt ist, solltest du die Worte Baby Blue auf den Spiegel schreiben. Schritt 2 ist, das Licht auszumachen. Sei mutig. Du hast ja deinen Freund dabei und ein paar Momente musst du warten. Wenn du etwa eine Minute gewartet hast, solltest du deine Arme ausstrecken, so als würdest du ein Baby darin tragen. Du solltest dann das Gewicht eines Babys auf deinen Arm spüren. Flippe nicht aus, halt ihn sicher und nach einer Weile solltest du ihn an deinen Freund übergeben. Achte darauf, ihn nicht fallen zu lassen. Er mag das nicht und wird dir einen kleinen Kratzer verpassen. Wenn du ihn aufhebst und noch ein paar Mal fallen lässt, wer ist schon so tollpatschig, ist das Letzte, was du sehen wirst, der Spiegel, der vor dir zerbricht.
Dein Freund sollte an diesem Punkt vielleicht weglaufen und du bist ein hoffnungsloser Fall. Eine zweite Version dieser Legende hat ein etwas anderes Ritual. Betrete das Badezimmer, wobei das Licht bereits ausgeschaltet ist. Stelle dich vor den Spiegel und sage 13 Mal die Worte Baby Blue. Immer und immer wieder. Während du diese Worte sagst, solltest du deine Arme hin und her wiegen, als ob du ein Baby halten würdest. Sobald du den 13. Spruch beendet hast, wird ein Baby in deinen Armen erscheinen und dich ein wenig kraulen. An diesem Punkt schlage ich vor, das Baby fallen zu lassen und wegzulaufen, denn nicht lange hinter ihm ist seine bereits erwähnte psychotische Mutter. Sie wird dich aus dem Spiegel anschreien, gib mir das Baby zurück und versuchen, dir das gleiche Schicksal wie ihrem kleinen Schatz anzutun.